Ein ganz besonderes Match steht heute auf dem Programm für das österreichische Fußballnationalteam. Das erste Match in der Nations League unter Neo-Trainer Ralf Rangnick. Welcher Gegner da auf uns wartet, das klären wir alles, wenn er kurz dranbleibt. Ja, hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen nach längerer Zeit mal wieder ein Gegnercheck für das österreichische Team, das heute auswärts in Kroatien spielt für die Nations League. Und da geht es nicht nur um Punkte für die Nations League, sondern auch um den Einstand für Neo-Trainer Ralf Rangnick, der von Manchester United ja bekanntermaßen hier nach Wien bzw. nach Österreich gewechselt ist, um das Nationalteam da so ein bisschen nach Vordermann zu bringen. Und da hat man in den letzten Tagen doch die ein oder andere Überraschung erlebt. Da wird das System von links auf rechts gedreht und es ist immer die Rede von dem System Salzburg oder das System Red Bull, was da jetzt Einzug hält im österreichischen Nationalteam. Ich weiß persönlich nicht, was ich davon halten soll. Aber wir schauen ja auch immer bei den Auswärtsspielen eher auf den Gegner und checken mal so ein bisschen, wie schauen da die Möglichkeiten für das österreichische Nationalteam aus. Und auf dem Platz warten auf uns Rebic, Perisic und Modric. Und für uns ist heute Bura Hurricane am Start, ein IPA aus Kroatien, genauer gesagt aus Poric von einer kleinen Brauerei, auch sehr, sehr gut verfügbar in Deutschland und Österreich. Also solltet ihr den Gegnercheck mal nachvollziehen wollen, ihr habt die Gelegenheit dazu, schaut mal in den einschlägigen Online-Shops nach. Das Bier oder der Gegner kommt hier unerwartet in einem grünen Gewand. Kroatien normalerweise in Blau unterwegs, aber vielleicht ist das schon so die erste Art und Weise, wie man Österreich so ein bisschen aus dem Konzept bringen will. Man passt sich dem Rasen an, macht sich möglicherweise unsichtbar. Und wir gucken einfach mal, was hier jetzt ins Glas kommt. Unfiltriert, Flaschengärung, also ehrlicher Fußball. Und wir haben es ja in Wahrheit mit der österreichischen Nationalmannschaft jetzt einen Gegner, der Vize-Weltmeister ist, 2018 geworden. Und da ist schon mal ein bisschen viel Schaum oben drauf. Da hat man offensichtlich noch ein bisschen stark gefeiert. Und auch das möglicherweise, man möchte sich also das Bier noch nicht so vielleicht genauer reinschauen lassen, sich in die Karten blicken lassen. Auch Kroatien ja mit Luka Modric, 36 Jahre, möglicherweise Katar, sein letztes Turnier. Immer noch groß in Form, aber nach 5 Champions League Titeln, die er jetzt mit Real Madrid zum letzten geholt hat, ist da vielleicht auch so ein bisschen auch die Luft raus, vielleicht ein bisschen lange gefeiert und da bieten sich ja glücklicherweise Ansatzpunkte. Ansonsten ist das Ganze tief kupferfarben, schön gleichmäßig getrübt, viel Kohlensäure, also da geht es schon spritzig her, schön cremefarbener Schaum und schaut mal, was das für eine Stabilität ist. Und da wissen wir schon, auch bei den Kroatien, bei den Kroaten können wir definitiv mit Stabilität rechnen. Da geht es auch rustikal möglicherweise mal ein bisschen zur Sache. Aber das ist, glaube ich, auch eine Spielweise, die durchaus dem österreichischen Team liegt. Die Frage ist jetzt, ist das auch das System Rangnick, das wir da erwarten kommen? Dann schnuppern wir mal ein bisschen an den Trikots. Ja, und wir merken, es geht südländisch zu. Tropische Frucht ist mit dabei. Mango, Limette. Grasiger Hopfen auf jeden Fall auch. Ein bisschen süßlich auch, Karamell und definitiv auch Orange am Start. Und ja, das will möglicherweise auch so ein bisschen in Sicherheit wiegen, aber spiegelt letztendlich auch definitiv ein bisschen die Mentalität des Gegners wieder. Und die auf dem Platz, und das kommt jetzt, sehr wohl. Cheers. Ja, dieses Bier hat 5,5 Volumenprozent Alkohol, 13 Grad Plato und 70 Bittereinheiten. Das muss man sich mal vorstellen, 70 Bittereinheiten, das sind unfassbar viele Punkte in der nach oben offenen FIFA-Weltrangliste. Das ist schon kernig und wie gesagt, Vize-Weltmeister und möglicherweise auch Vize-Weltmeister im Bittersein. Und ihr könnt ja auch alle News zum österreichischen Team, könnt ihr auf 12termann.at, mit dem wir das ja hier zusammen machen, könnt ihr immer nachchecken. Die Jungs sind immer ganz, ganz nah dran und vor allen Dingen immer aus Sicht des Fans die heißesten Informationen über das Team. Und die Informationen, die ich euch jetzt hier geben kann, kann ich sagen, es wird schon ganz schön bitter. Also da kommt auch eine schöne bittere durch. Und
Ja, da trifft quasi kroatisches, fruchtiges, aber auch bitteres IPA jetzt auf österreichischen Märzenbiertrinker. Und das ist erstmal ein Schockmoment. Und das ist die Phase, die es einfach auch für das österreichische Team zu überwinden gilt. Man hat jetzt, man kommt auf den Platz, hat einen neuen Trainer, neues Spielsystem, auch neue Spieler, die vielleicht vorher noch nicht so intensiv berücksichtigt worden sind. Und die treffen dann natürlich auf so einen knackigen Brecher, auch ein richtiger Klassiker des Bura Hurricane im Kernsortiment von Bura. Und das ist eben dann der möglicherweise Vize-Weltmeister, mit dem man sich messen muss. Oder auf dem Platz ist definitiv der Vize-Weltmeister. Ob das hier, es war mein Beer of the Year 2019, also der kleine Vize-Weltmeister sozusagen. Aber wie gesagt, schöne, moderate, bittere. Trotz dieser 70 Bittereinheiten, also nach außen wirkt es dann nicht ganz so heftig. Es ist einfach gut eingefangen. Das liegt auch daran, dass viel Spielwitz, viel Süße, viel Karamell mit auf den Platz kommt, die das Ganze eben auch schön balanciert. Und auch die Frucht kommt mit in den Trunk rein. Also auch dieses fruchtige, süßliche, bisschen Zitrusfrucht, Pfirsich, Orange, die aber eher so in den zestigen Bereich reingeht. Und Grapefrucht kommt noch mit rein. Also das ist schon, wie gesagt, sehr südländisch, aber auch gewisserweise erfrischend. Aber der bittere Grundton, und das ist einfach diese harte Spielweise der Kroaten, die ist einfach definitiv mit da. Und was die Kroaten möglicherweise auf dem Platz als Ball verliebt sind, das ist mal bei Bura definitiv Hopfen verliebt. Und ja, schöner mittlerer Körper, mittlere Kohlensäure, samtiges, cremiges Mundgefühl und hinten im Nachtrunk, und das ist möglicherweise dann auch so die zweite Halbzeit, beziehungsweise wo es auf das Ende dann des Spiels zugeht, ja, das ist trockener, lange, nachklingende, bittere und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es heute Abend möglicherweise noch nicht reicht, die ersten drei Punkte einzufahren. Ich glaube, das Maximal, was das Team rausholen kann, wäre ein hart erkämpftes Unentschieden. Ich bin tatsächlich ein bisschen pessimistischer. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass Rangnick der richtige Trainer für das österreichische Team ist, aber sie können mich heute Abend lügen strafen. Ich gehe davon aus, dass Kroatien knapp, aber doch gewinnen wird mit 2-1. Es tut mir an der Stelle wirklich leid. Es ist das erste Mal, dass ich gegen das österreichische Team tippe, aber das ist tatsächlich ein Gegner, der die Reihen erstmal aufbricht und wenn man da nicht konsequent dagegen hält, dann wird man leider bestraft und ich befürchte, das wird heute Abend der Fall sein. Aber an diesem Sieg der Kroaten wird man sich dann aufrichten und dann gegen Dänemark zu Hause den nächsten Schritt machen in der Entwicklung der Mannschaft und da ist auch David Alaba dann wieder mit dabei und alle Facts zum Spiel, auch dann gegen Dänemark, könnt ihr bei 12ermann.at lesen, da auch das Trinkspiel-Bingo vermutlich wieder für die Reporter-Checks, wenn ihr Lust habt, während der Übertragung ein bisschen Spaß zu haben. Für mich, wie gesagt, ein 2-1 würde ich sagen für Kroatien an dieser Stelle und bitte tut es mir heute Abend mal den Gefallen und straft mich Lügen. Es würde mich an der Stelle sehr, sehr freuen und dann soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich darauf, mit euch den nächsten Gegnercheck zu machen beim nächsten Auswärtsspiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Bis dahin sage ich Tschüss Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.